Hi Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. In diesem Video stellt Udo Feldmann von Ticket to the Moon die neue Hängematte vor. Um genau zu sein, die Bromat. Und was die alles kann, das zeigt Udo hier in diesem Video. Ich beiße nicht, ihr könnt alle ein bisschen weiter nach vorne kommen. So. Und das passt. Jetzt nehme ich die Hängematte und hake die, die ist 3,20 Meter, hake ich es mal hier rein. Und bleib auf Zug. Das ist jetzt erstmal nur, damit ich es einstellen kann. Weil wenn ich mich jetzt sofort hinlegen würde, würde ich auf den Boden knallen. Dann haben wir hier Reißverschlüsse. Doppelt auf der Seite. Und doppelt auch auf der Seite. Das erzähle ich euch nachher, warum. Jetzt machen wir das erstmal auf. Da ist jetzt ein Organizer. Und ich nehme jetzt diese Hängematte, weil das brauche ich jetzt nicht, um das euch besser zu zeigen, stopft die einfach so hier in den Organizer rein. Und jetzt ist er erstmal weg, weil der stört mich schon. Dann habe ich hier die Ridgeline. Dann nimmt die eine Hand und zieht. Seht ihr, wie es runtergeht? Und auf der anderen Seite, wie es denn hochgeht. Das heißt, hiermit verstelle ich meinen Winkel. So, das ist ungefähr meine Schlafposition. Dann habe ich genau noch eine Hand frei. So schlafe ich immer drinne. Für mich das Beste, für mich das Idealste. Und jetzt gehe ich hin und spanne mir das so ein, wie ich gerne liegen will. Da zähle ich erstmal ab. 1, 2, 3, 4, okay. 1, 2, 3, 4, hier gehe ich einfach mal einen höher. Jetzt gehe ich, nehme ich die so und drücke mit der Hand ein bisschen runter. Und da seht ihr, ich habe genug. Und beim ersten Mal ausprobieren ist halt wichtig, dass sie das so macht und die andere Hand hier. Das heißt, so sieht das denn aus. Und ihr setzt euch ganz langsam runter und jetzt knirscht das manchmal. Das macht aber nichts. Und zack, ich liege drinne. Hier müsste ungefähr 35, 40 cm noch sein. Das ist für mich einfach schön. Weil ich kann meine ganze Kleidung hier runterhängen und die kommt nicht auf den Boden. Viele haben auch Probleme beim Aufstehen. Ne? Und ich mache das immer so, aufstehen, ich gehe einfach nur nach hinten. Das geht hoch. Es gibt nichts Besseres aufzustehen. Haben wir einen 2-Meter-Mann und macht Kopf auf Koch, dann ist er natürlich viel höher wie ich. Aber der hat genau dieses System. Einfach nur... Haben wir jetzt ein Date oder nicht? Da gibt es ganz viele in der Szene von uns, die einfach sagen, hier die Isomatte rein. Die verrutscht total. Dann haben sie gesagt, ja, du musst die Isomatte quer machen. Dann habe ich das natürlich quer gemacht. Dann ist er halt daraus gerutscht. Und wir haben uns einfach gedacht, damit das dann nicht mehr passiert, haben wir ein zweites Fach reingemacht. Und jetzt schieben wir die mal rein. Und jetzt würde ich das Ding nehmen und würde ziehen. Um eine Hängematte für uns besser auf, brauche ich 5 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekte Position. Weg und dann gehst du da rein. Oh, Entschuldigung. Und man liegt wirklich bequem. Wirklich, es ist ein schönes, der Hintern ist wirklich richtig warm. Und dann kommt es auch, was habt ihr für einen Schlafsack? Ne? Der beste Schlafsack ist eigentlich dann, wenn ich 100 Tage im Jahr draußen schlafe. Ihr müsst lernen, in der Hängematte zu schlafen. Nach dem 10. Mal schläfst du wirklich gut. Und da ist das egal, was für Temperaturen. Das sind Baumgurte. Wenn ich diesen Baumgurt nehme an Metall, rutsche ich runter. Das geht nicht. Das ist wirklich nur für den Baum. Ich bin hier hingegangen und habe sofort angefangen, die Hängematte aufzuhängen. Auf was ist zu achten, was ganz wichtig ist? Herr Kameramann, Sie sind ausgeschlossen. So, kommt mal her, legt euch mal so hin und guckt mal dahin. Ein Totschläger ist ein morscher Ast und bei viel Wind wackeln die Bäume richtig, die winken. Und dann fällt das dann natürlich runter. Ich bin mal aufgestanden und da war der wirklich so ein Stamm, ein Meter
so an mir vorbei, wo ich so angefangen habe. Er hat mich locker durchtrennt. Wenn ihr Hängematten aufhängt, achtet wirklich darauf. Achtet, das ist ganz wichtig. Keine spitze Gegenstände nehmen, weil das ist Fallschirmseide. Na? Es gibt welche, die schwören, ich schlafe nur quer in der Hängematte. Meine Meinung ist einfach, es ist sein Spaß, er soll querlegen. Wenn der schlafen tut, da weiß der nämlich nicht, wie der legt. Der Körper legt sich nämlich so hin, dass er sich am besten ausruhen kann. Auch wenn ihr es am Anfang so macht, sobald ihr schlaft, macht der Körper das, wie er es am besten braucht. Die ist getestet auf 200 Kilo und wir haben sie bis 2 Tonnen getestet auch. Und bei 4 Tonnen geht der Karabiner kaputt. Na? Und jetzt ist natürlich ganz viel Mückensause. Und dann machen wir sie einfach, beerdigen wir sie einfach. Rein theoretisch kann man so drinnen schlafen mit der Isowatt. Oder man macht den Underkilt nochmal hier so rüber. Und den Underkilt kann man einklicken. Da ist so ein kleiner Klick. Das heißt, der Stoff ist komplett hier vom Underkilt, so wie die Form der Hängematte. Dann machen wir einfach den Underkilt, nehmen wir diese Schnur, gehen nach hier durch und hängen die hier die Schnur ein. Und ich mache wieder zu. Das Ganze. Das heißt, der Underkilt wird dann komplett hier dran gepresst und dann ist das Ding zu. Habt ihr mal versucht, nachts so einen Reißverschluss zuzumachen? Ja. Jetzt haben wir das. Und das nächste, die leuchten abends. Es haben ganz viele Leute Angst. Oh, ich habe 100 Kilo, ich traue mich nicht. Das ist dafür ausgelegt. Ne? Und jetzt kommt der nächste Effekt. Da ist die Windrichtung. Der Wind knallt jetzt hier vor. Wann ist es sinnvoll? Soll ich es so machen oder soll ich es so hängen? Was meint ihr? Ich schlafe ja auch manchmal ohne ISO. Jetzt habe ich jetzt auch die 2 Tage in meinem Prototyp in Tarnfarbe habe ich drin geschlafen, ohne Mondkilt. Und der Wind ist so gekommen. Es ist schon kalt. Am besten ist natürlich da. Aber wenn so der Wind kommt, habe ich da meine Füße. Weil auch wenn der Wind bis hierhin reinkommen sollte, er kommt zumindest nicht am Kopf. Das ist das Wichtigste. Und in der Hängematte immer eine Mütze aufziehen. Na? Sollte es regnen, richtig, richtig regnen, das macht der Hängematte überhaupt gar nichts. Du nimmst einfach die Hängematte, schüttelst die aus, wartest 2 Minuten, dann ist die trocken. So, jetzt hängt die hier so. So. Dann hakt ihr das aus. Dann habt ihr hier den kleinen Rucksack. Den kleinen Mond. Und schiebt das jetzt immer so da rein. Immer auf Spannung. Okay? Dann habt ihr das so. Macht es zu. Und da ist hier die Lasche, den Knoten, und dann ist das nie auf den Boden gekommen. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick Ticket to the Moon für den neuen Prototyp. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt und wenn euch das Produkt gefällt, man kann es bei mir bestellen. Einfach Feldmann Survival oder auf Facebook oder Feldmann anschreiben, ist kein Problem. Alle, die bei mir kaufen, kriegen noch ein kleines Geschenk oder 2. Schöne Geschenke, die man wirklich nützlich gebrauchen kann. Sonst könnt ihr es im Internet bestellen auf www.ticket2themoon.at und dann steht dann Preisliste, Warenkorb und dann steht dann Code und ihr gebt einfach nur Feldmann ein und dann habt ihr 10%. Na? Ich wünsche euch viel Spaß mit so einem Produkt. Versucht nicht gleich im ersten Tag sofort draußen zu schlafen. Ihr müsst euch wirklich daran gewöhnen. Viel Spaß, euer Udo. Und ich muss jetzt nach Wien. Ciao.